Was gewisse? Entschuldigung, die waren zuerst. Das kommt doch gar nicht in Frage. Ich habe es nicht brisant. Bitte. Das ist aber nett. Sehr nett. Ich hätte gern ein schönes, ruhiges Zimmer mit Balkon und Bad. Und mit was kann man innen dienen? Ja, bei mir ist das so eine Sache. Ich heiße Hagedorn. Ja, und ich habe in dem Wettbewerb von der Firma Putzplank den ersten Preis gewonnen. Ja, ich hoffe, Sie wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid, kennen Sie Polter? Wir wissen Bescheid. Mein Name ist Meier und ich habe im Preisausschreiben von der Firma Putzplank den zweiten Preis gewonnen. Somit stehen mir 10 Tage gratis Verpflegung und Unterkunft im Grand Hotel St. Moritz zu. Da ist der Gutschein. Einen Moment bitte. Herr Direktor! Sie kommen aus Zürich. Sie haben etwas mit der Firma Putzplank zu. Sie heissen Meier. Stimmt's? Meier? Ja genau. Ja, woher wissen Sie das? Ich weiss noch mehr. Sie haben in dem Wettbewerb von der Firma Putzplank den zweiten Preis gewonnen. Ja genau. Ich versorge den Meier und eine leere Kammer unter dem Dach. Dort hat es noch kein Zimmermädchen und kein Liftboy lange ausgehalten. Sie persönlich haben es wohl eher mit Freiübungen. Freiübungen? Freiübungen! Sehr gut! Lassen Sie sich nur nicht stören. Excuse. Aber nein, es war doch mein Fehler gewesen. Ich bin noch ein bisschen quakelig auf der Beine. Wissen Sie, der Unfall heute... Was, Sie haben einen Unfall gehabt? Ja, ich habe die Abfahrt mit dem Kinschi-Aloys gemacht, von der Corviglia auf die Chanterelle runter und bin direkt in das Gatter hineingesaust. Was ist denn auch los? Ja, um Ihnen das zu erklären, müsste ich Ihnen das Zimmer zeigen, das mir der Typ gegeben hat. Aber es geht nicht. Warum nicht? Ja, wir haben nicht beide Platz drin. Ein kleiner Begrüßungsschluck, lieber Dr. Hagedorn. Das Grand Hotel fühlt sich gern. Vielen Dank. Ich komme keine nicht. Ich wollte... Sie wollten am Herr Meier das Glas da geben, oder? Danke, Herr Direktor. Was ich euch schon lange wollte fragen. Der Herr Meier. Unangenehm, gell Sie? Und was wollt man machen? Ausrühren können wir ihn nicht. Wir geben uns zwar alle Mühe. Sie, ich hoffe wirklich, ich bringe es noch weit. Dass ich einmal Postimeitli werde, das hätte ich vor einer Woche selber nicht geglaubt. Ich hoffe allerdings auch, Sie bilden sich nicht ein, dass Sie mich auf die Art auch nur einen Tag früher aus dem Hotel vertreiben. Steht mir übrigens sehr gut da. Potz, du Süd! Was ist denn das für eine Spinnerei? Ja. Ich wollte ja nicht bluffen, aber das ist eine riesige Spinnerei. Ring! Ring! Dir wünscht? Gehen Sie aus dem Weg, junger Mann. Mit Personal rein gebe ich mich sowieso nicht ab. Dann hätten wir als Zimmer 45 und 46. Danke. Der Lift ist gerade dann. Und fürs Gepäck, Page. Lassen Sie nur. Ich mache das gern. Verstanden. Wunderbar. Was von diesen 500 Franken übrig bleibt, gehört selbstverständlich rein. Ich werde mein Bestes tun. Prima. Das sind 500 Franken. Ich hätte gerne... Wird pünktlich erledigt. Ich sorge dafür, dass der Herr Meier verschwindet. Sie sind ein intelligenter Mensch, Herr Polter. Das höre ich in letzter Zeit häufiger. Das ist sie jetzt. Ah ja, von mir aus. Ich meine schon wieder eine neue.
interessant. Und wie er es dir gerade vorher da erzählt hat, bist du heute Morgen schon zu Zürich in den Zug gestiegen. Habt ihr eigentlich allen Vogel? Gott sei Dank, sie leben noch. Frau Meier. Aber schlecht sehen sie aus. Was? So, Eduard, mach brav das Mühli auf. Wertel, was ist mit Ihnen passiert? Nichts Schlimmes. Ein Zusammenstoss, das ist alles. Aber ich fahre, glaube ich, nie mehr Ski. Das ist so eine verdoppelte Freizeitbeschäftigung. In einer Dreizimmerwohnung. Mit Fliesen, Warm- und Kaltwasser. Mit Zentralheizung und Lift. Und am Sonntag, da könnten wir miteinander zum Feister rausschauen. Ich reise ab. Aber du kannst dich doch so etwas nicht... Fritz, du wirst mich bald verstehen. Na, wie willst du? Mir tut es nur leid, dass ich Ihnen keinen Text stand. Ich reise auch ab. Ich natürlich auch. Würden Sie so nett sein und uns das Auto abstellen? Mit Chauffeur. Ich gebe meiner Tante Bescheid, sie können gerade wieder einpacken. In 20 Minuten fahren wir ab. Ich komme auch mit. Portier, die Rechnung. Und bestell mir ein Auto. Ohne Chauffeur. Ich fahre selber. Intelligenter Mensch. Das war ein Irrtum. Ich reise ab. Der Hagedorn ist kein Millionär. Aber das Mädchen hat nicht gelogen. Es ist ein verkleideter Millionär im Hotel. Wir sind in Teufelsküche. Es ist mir sehr unangenehm, Herr Meier. Darf ich Ihnen Kufferen abnehmen, Herr Meier? Finger ab der Rösti. Ein Missverständnis, Herr Meier. Ja, selbstverständlich. Das sind nur ein paar Briefmarken, Herr Meier. Fritz, ich bin der Thronfolger von Albanien. Hä? Ja, der Millionär, der gemeint hat, sagst du, der bin ich. Mach keinen Witz! Nein, das ist mein Ernst. Sag, bist jetzt sehr böse auf mich. Edi, du bist wirklich Millionär? Ja. Ja, hi nochmal. Ich heiße nicht Berchtold. Ja, klar. Ja, und Sie sind dann auch nicht Tante Marili. Stimmt. Ich bin Frau Meili. Haben wir jetzt eigentlich alle nicht genug? Edi, wie heisst du jetzt wirklich? Dobler. Es tut mir leid, ich kann nichts dafür und nehme es nicht krumm, aber ja, ich bin der alte Dobler. Ja, und der Berchtold, das ist der Johann, mein Chauffeur. Und Frau Meier. Was, die kennst du auch? Herr Meier. Herr Meier. Ein Telefon von Sie. Sicher der Gerwig. Der Dobler-Konzern. Kauf nämlich das Grand Hotel St. Moritz. Und dann, dann fliegen die beiden Herren dort hochkant raus. Ich verbinde. Meier? Ja, Herr Gerwig. Ja, das habe ich gedacht. Also, wie ist es mit dem Hotel? Was? Er will es nur mir nicht verkaufen, schön. Und wieso das?